das Böse. Was? Weiter geht. Der Zillot hat einfach. Ich bin nicht so sicher. Das wahre Böse stirbt niemals wirklich. Das Special Video-Moment bei mir. Ach, weißt du daran? Alles klar? Warte, ich lese gerade Sachen durch. Mann, da darf man hier nicht mehr mal skillen, ohne dann irgendwie von Asuka, Asuka, was ist los, Asuka? Bist du mal die nächsten Ack? Am Ende war es ein sterbliches Herz, das zwei Welten vor dem Untergang rettete. Und das oberste Übel für immer besiegte. Es ist der Anbruch eines neuen Tages für Engel und Menschen. Denn die größten Verteidiger der Menschheit, die Nephalem, haben sich erhoben, um die Finsternis zu bekämpfen, der wir uns in unserem Stolz nicht stellen wollten. Meine Brüder, ich nehme meinen Platz unter euch wieder ein. Aber diesmal als Sterblicher. Da der Gerechtigkeit heute Genüge getan wurde, werde ich nun die Weisheit vertreten. Für diejenigen, die alles riskiert haben, um uns zu retten. Für arrogant. Werden wir einander zur Seite stehen. Engel und Menschen. Im Lichte dieses glorreichen neuen Morgens. Finture ist voll arrogant. No. Asuka, vergewaltige nicht deine Zunge. Was? Ah, überall. Rotbröse. Diablo war besiegt. Eine Zeit lang schien es, als würde Frieden herrschen. Doch es sollte nicht sein. Denn Diablos Essenz lebt im schwarzen Seelenstein weiter. Ich kann den Stein weder zerstören, noch kann ich zulassen, dass sein Übel in den Himmeln verweilt. Und deshalb muss er verborgen werden. Sogar vor den Engeln. Ich bete nur, dass es ausreichen wird. Die Minen von Moria! Ihr habt treu gedient, Horadrim. Eure Aufgabe hier ist erfüllt. Und ihr solltet alle... fliehen. Maltael.
und die Sonne uns findet. Nephalem wird euch aufhalten. Niemand hält den Tod auf. Er hat den einen Ring. Ja. Der ist so stark. Der wird uns töten. Er ist der stärkste Gegner im Spiel. Der Tod wird uns töten, Mann. Ja. Ja, er ist ja. Maltai ist gleich Sauron und er war ja gerade in den Minen von Moria, also. Ja, mit dem Verraten. Führen meine Schritte zur Stadt Westmark. Wo Engel in den Straßen wehrlose Menschen abschlachten. Wer sandte diese Seelenernter? Und warum? Ich werde es erfahren. Doch zuerst beende ich das Morden und lehre sie, den Kreuzzug zu fürchten. Oh yeah. Bereit? Ich bin bereit zum Abkassieren. Ich bin bereit. Sieht auch viel cooler aus. Sieht das nicht gerade ein bisschen anders aus als zuvor? Oder kommt zuvor? Meine Kameras sind so komisch aus irgendwie. Ja. Tyrael hat mich geschickt, euch zu finden. Maltael hat den schwarzen Seelenstein gestohlen. Ihr müsst mit mir kommen. Nein, das werde ich nicht. Dort unten sterben Menschen. Doch, die Kamera ist hochgesetzt. Sie brauchen meine Hilfe. Aber ihr und Tyrael müsst zusammenarbeiten, ja, vielleicht Absicht, um Maltael zu finden. Nein, das war ja vorher nicht so. Bei dir, Foxy? Sag Tyrael, dass ich ihn in Westmark treffen werde. Komm, geht. Weiter. Ich werde nicht versagen. Das schwöre ich. Bleib jetzt. Und gleich sehen wir es wieder von oben wahrscheinlich. Also Vogelperspektive. So, jetzt geht's, oder? Ja, naja, es ist immer noch so ungewohnt. Wir werden alle sterben. Konnte man die nicht drehen, die Kamera? Was Nein. geschieht hier? Entsetzt sah ich, wie der Wachsoldat von der Magie der Maid getroffen wurde. Seine Schreie erschollen, bis sein Fleisch sich in Luft aufgelöst hatte und seine Rüstung. Ich muss seinen Weg in die Stadt finden Richtig, und diesem sinnlosen Gemetzel ein Ende setzen. Was, ich erinnere mich noch, wo du gesagt hast, dass dieses Schilde werfen scheiße ist. Geschworene Schildwachen führen eine gefährliche Klinge. Das und war cool, PvP. Mit seinen rasiermesserscharfen Stacheln Ach, das stellt gern, ne? eine noch größere Bedrohung dar. Mit ihm können sie ihre Opfer mit einem Schlag vom Hals bis zu den Eingeweiden aufschlitzen. Dieser Schild ist nicht dazu gedacht, die Schildwachen zu schützen, sondern ihre Feinde zu versehren, ja, sie zu verkrüppeln und zu töten. Oh, das Addon finde ich gut an mit Gold, ne? Halt! Auf den Straßen ist es nicht sicher! Hä? Gebt euer Gold nicht leichtsinnig aus. Aber gibt es Überlebende? General Thorion verteidigt eine Gruppe. Natürlich. Weiter! Ich glaube, wir sind sie los. Oh nein, nein! Jene, die das Blut der Dämonen in sich tragen, müssen sterben. Wie sie einfach wieder in den Boden einsinkt. Diese Leute waren unschuldig.
Hat er so bekloppt worden, der Engel? Monster? Keine Ahnung. Neues Wissen. Der Schatten berührte mich und meine Sicht verdunkelte sich bis zur vollkommenen Finsternis. Diese wurde von einem blassen Licht abgelöst, das mich meiner Kraft beraubte. Nachzugeben schien der einfache Weg. Doch ich bemühte die letzten Reste meiner Willenskraft und kämpfte dagegen an. Wie eine Flut brachen die Farben wieder über mich herein. Der Schatten befand sich direkt vor mir und ich trieb meinen Speer durch ihn hindurch. War dein Speer durch ihn hindurch? Die Wiedergänger-Schildwachen waren einst die Beschützer von König Justinian IV. Selbst. Sie wurden aufgrund ihres Mutes und ihrer Waffenkünste ausgewählt und begleiteten ihn zu jeder Zeit. In ihren kunstvollen Rüstungen der besten Handwerker Westmann. Verteidigt die Kathedrale! Schlag diese elenden Kreaturen zurück! Oh wow. Oh wow. Hilfe, Hilfe. Kommt doch zurück, Mann. Ah, da seid ihr. Ach, du lagst da tot am Boden. Ich merke das nicht, wenn ich tot bin. Tyrael, warum greifen Maltaels Armeen diese Stadt an? Er labt sich am Tod. Böse von euch, ey. Jedes Leben, das seine Seelenernter nehmen, macht ihn stärker. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maltael den perfekten Zeitpunkt für gekommen, um den ewigen Konflikt zu beenden. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Aber wir stammen von Dämonen und Engeln ab. Maltael sieht bloß Dämonen in uns. Oh. Die Kathedrale! Alle Flüchtlinge befinden sich dort! Folgt mir! Komm mal, wir müssen da rein, Spocky. Spotty. Beam me up, Scotty. Oder Spotty, oder wie auch immer. Eine Todesmaid. Haltet sie auf! Da. Und was? Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um den Nephalem aufzuhalten. Setzen wir diesem Wahnsinn ein Ende. Wo ist Maltael? Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr in Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Aber was hat er mit dem Stein vor? Gibt es irgendeinen Weg, das herauszufinden? Vielleicht. Als Maltael ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Moment mal, ist noch Gegner übrig? Den Splitter, während ich die Stadt vor den Seelenerntern rette. Was für Gegner? Da! Die da, ja, die stehen doch rum. Vielleicht solche Skelette. Die gehören ja zu uns. Meine Armee. Also ja, die wir nicht töten können. Ja. War uns leicht. Weiß noch, die letzten Rekruten. Was passiert? Foxy schlachtet sie einfach gnadenlos ab. General Thorion, die Todesmaid in der Kathedrale benutzte arkane Magie, die mir fremd ist. Wisst ihr, was sie dort getrieben hat? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltaels Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit zweien davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Nicht mehr lange. Tod. Okay. Robert und ich sind geblieben, um zu kämpfen. Kommt hier. Nach Jahren des Flehens ließ sich der Angiris-Rat endlich darauf ein, mich mit der Suche nach Maltael zu beauftragen. Ich werde nicht versagen, denn die Anwesenheit meines Meisters in den hohen Himmeln wird dringend benötigt. Da ihm Maltaels wachsende Faszination mit den Menschen aufgefallen war, rief Tyrael mir in Sanctuario mit der Suche zu beginnen. Nach Maltaels Verschwinden beauftragte der Angiris-Rat seinen treuesten Diener Ursael, ihn zu suchen und in die hohen Himmel zurückzuführen.
Urzael machte sich daraufhin auf den Weg, seinen abwesenden Meister zu finden. Begleitet wurde er von einer Sekte, die aus Maltaels ergebensten Anhängerinnen bestand, den Maiden. Aber sie kehrten nie zurück. Den Kreuzzug hält nichts auf. Irgendwas. Hammer des Zauberers. Nie wieder. Ein jeder hat von den Exorzisten Westmarks gehört, diesen Streitern gegen die dämonische Besessenheit. Gewöhnlicherweise erschienen sie im Dunkeln, gehüllt in Umhänge so schwarz wie die Nacht, die sie hervorgebracht hatte. Sie arbeiteten stets im Verborgenen, trieben dort ihren Patienten die Dämonen aus. Jetzt hat Maltael sie in seine Dienste gezwungen und sie streifen in ihrer unmenschlichen Form durch die Stadt, dem sie begegnen, die Seele herauszureißen. Ja, ich wollte nicht sagen, weil hier so immer neues Wissen und so. Ich wollte das neue Wissen ja nicht unterbrechen, wie ich sonst immer getan habe. Foxy ist tot. Oh, Foxy. Kriegt dafür wenigstens Erfolgsvorschritt, wenn ich Foxy immer wieder belebe. Ja, ich habe das aber nicht angenommen. Verbrennt im Licht. Bin hier. So, was ist denn da oben? Und noch eine Tür und so viele Gänge. Wir brauchen viel zu lang. Wir gehen rein, alles steht hier links. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten bei Foxy. Entweder Foxy stirbt instant oder Foxy geht ab und tötet alles. Oder alles andere stirbt dann. Was ist denn, warum ich immer zu bekommen? Bitte helft mir dabei, sie zu retten. Dann hier. Oh, da ist noch eine Tür. Oh, shit. Wisst ihr, warum das hier geschieht? Es ist völliger Wahnsinn. Bringt eure Männer zur Enklave der Überlebenden im Hof der Zakarum-Kathedrale. Geht! Was ist das denn hier? Der Passtunnel. Oh shit. Foxy geht rein und stirbt. Die große Pestilenz von Westmark tötete Mensch und Tier gleichermaßen. Okay. Die panischen Überlebenden warfen die Leichen beider in die Pesttunnel. Die Anwesenheit der Seelenernter hat jedoch viele der dort Bestatteten wiedererweckt. Und die Knochen der Tiere erheben sich nun als Skelettkriecher, um die Lebenden zu töten. Ah, cool. Riesenratte greift wieder an. Die Phantasmen unterscheiden sich stark von allen anderen Geistern, die ich in Sanctuario zu Gesicht bekommen habe. Sie erinnern an niedere Dämonen. Jedoch werden die Seelen von Dämonen immer in den Höllen wiedergeboren. Ich vermute, dass es sich bei den Phantasmen um die Überreste früher Nephalem handelt, in denen mehr Dämon als Engel steckte. Vorzüglich! Ich konnte Maltael ins Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Zu viele. Oh, da kommt ein Traktor. Sie morden, sie betrügen.